Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress me. Hey und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben jetzt kurz vor 10, um 9 Uhr hat der Wecker geklingelt und hat uns aus dem Bett geworfen. Aber wir haben ja auch Wochenende, da kann man ja auch schon mal was länger schlafen. Obwohl ja auch jeder Tag sich im Moment wie Wochenende anfühlt. Aber trotzdem kann man ja sein Bestes geben, das so ein bisschen zu unterscheiden. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt Samstag. Ich wollte jetzt mal den Tisch freiräumen, denn dann können wir jetzt gleich schön frühstücken. Das habe ich mir gerade überlegt. Da habe ich nämlich Lust drauf. Das haben wir jetzt das letzte Mal an Ostern gemacht. Also können wir das jetzt schön machen. Ein bisschen die Tischdecke runter, denn ich kenne mich ja. Danach habe ich nämlich eine versaute Tischdecke und das möchte ich eigentlich nicht. Wir können jetzt gleich das erste Mal auch unser schönes neues Fenster aufmachen. Gestern haben die nämlich gesagt, wir sollen am besten einen Tag warten und heute können wir das dann aufmachen. Okay, wenn ich jetzt gehe, fliegt hier alles weg. Deswegen nehme ich das mal so. Und dann würde ich sagen, bringe ich das jetzt mal in die Küche und dann fangen wir an, den Tisch zu decken. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß bei diesem Vlog. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just, ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground. And we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better. And days like a weekend, we're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just, ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. So don't tell me how to act. Wir haben jetzt mittlerweile schon kurz nach 3. Mit Frühstücken sind wir natürlich um diese Uhrzeit schon fertig. Ich habe gerade auch schon den neuen Vlog geschnitten, der ist hochgeladen und der geht jetzt in ein paar Minuten online. Jakob spielt ein kleines bisschen, was ist das? Was spielst du? Und falls man das sieht, keine Sorge, Jakob hat eine Hose an. Die ist einfach nur ein bisschen hochgekrempelt, weil es eine kurze Hose ist. Ich dachte, ich melde mich. Ich habe mich irgendwie nach dem Frühstück gar nicht mehr gemeldet. Ich weiß auch nicht, warum. Jakob hat gerade eben schnell den Flur geputzt, während ich hier beschäftigt war. Und wir haben das erste Mal unser Fenster aufgemacht. Richtig, richtig cool. Es ist so geil, dass man da jetzt so richtig cool rausgucken kann. Und passt auf jeden Fall alles, hat sich super gut öffnen lassen. Ich denke, wir werden nachher mal anfangen zu kochen. Das Frühstück ist ja jetzt auch schon ein paar Stunden her und das ist typisch Wochenende. Wochenende passiert eigentlich nichts außer Kochen und Essen. Jedenfalls in dieser momentanen Situation, wo man sowieso nichts machen kann. Was sollst du sagen? Nee, das klang für mich irgendwie dumm, außer Kochen und Essen, aber es gibt ja Sinn. Ja, wir kochen und dann essen. Ja, das klang für mich im ersten Moment irgendwie total unlogisch, aber dann... Weil man bereitet sein Essen ja zu und ja, dann verspeist man sein Essen. Das ist doch logisch. Was willst du jetzt von mir? Was willst du eigentlich, du hosenloser Typ? Ja, weil ich sitze ohne Hose auf der Couch. Nein, er hat eine Hose an. Ich schwöre, er hat eine Hose an. Genau, wenn du keine anhättest, würde ich dich ja auch filmen. Ja, wow, wer weiß. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Alles klar. Wir haben eben die Sitzkissen und die Deko mal reingeholt. Es hat nämlich ein bisschen angefangen zu regnen. Guck mal, man sieht die ganzen schönen Regentropfen jetzt auf unserem Fenster. Ja, richtig geil. Ich habe heute übrigens hier mal gearbeitet. Ich hatte gar keinen Bock, mich hinten hinzusetzen. Und dachte mir, ich hole mir den Laptop einfach nach hier. Ich hatte den über Nacht laden lassen. Das heißt, der war voll. Und ich musste nicht wieder das Kabel hinten rauskramen. Was super ist, aber den werde ich jetzt auch wieder nach hinten stellen. Weil den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Jedenfalls gerade nicht. Und dann liegt der nicht mehr hinten rum. Und ich muss auch mal gucken. Wir haben diese Blumenhängekübel. Und wir haben auch übrigens unseren Vorhang hier wieder gemacht. Den hatte Jakob im Keller gefunden. Ich wusste nämlich nicht mehr genau, wo der ist. Hier unseren Vorhang, da kommen nämlich dann die Wespen und die Viecher und so nicht mehr
die ganze Zeit rein. Und ich finde das auch ganz schön, wenn der hier hängt. Ja, und unsere Blumenkübel da, die hängend sind, die hatten wir immer bei Ikea gekauft. Und letztes Jahr hatten wir die auch schon hängen. Aber ich habe jetzt dort, also auf dem Tisch und im Flur, habe ich die zwei Blumen, die ich da drin hatte, also Fake-Pflanzen, habe ich jetzt woanders verteilt. Und jetzt habe ich dafür keine Blumen mehr. Das ist blöd. Da muss ich mir mal ein paar neue zulegen. Wir sitzen im Auto und haben ein neues Quarantäne-Hobby. Ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal Pokémon Go runtergeladen, weil ich wollte doch mal ganz kurz in meinen alten Account da rein, weil mein erstes Pokémon, was man da gefangen, also da sind am Anfang immer so 3 Stück und ich habe damals Glumanda gefangen, weil ich mag Glumanda total. Auf jeden Fall kam ich dann in meinen alten Account nicht mehr rein, habe mir dann einen neuen gemacht. Und zu Hause habe ich dann auch ein paar gefangen. Also ich hatte dann irgendwie Glück, dass da so ein paar Pokémons waren. Und dann bin ich dann durch die ganze Wohnung gelaufen abends und habe dann so ein paar Pokémons gefangen. Dann hatte ich aber keine Bälle mehr und dann habe ich dann eben zu Jakob gesagt, weißt du was, wir könnten ja eigentlich, das haben wir Düren damals so oft gemacht. Gut, wir haben damals auch fast neben einem Park gewohnt, da war das ganz einfach, da mal eben hinzugehen und dann so ein paar Pokéstops abzuklappern. Und wir sind aber auch ganz oft einfach abends durch die Weltgeschichte gefahren und haben ein paar Pokémons gefangen. Natürlich nicht, während Jakob am Fahren ist, so viel ist klar. Also ich hoffe, das ist einigen bzw. allen bewusst. Ich mache das eigentlich dann unterwegs und wenn wir dann irgendwo so ein paar Pokéstops finden, so einen guten Parkplatz, dann stellen wir uns da meistens hin und dann gucken wir nach so Pokémon. Warum willst du denn jetzt nicht da drin bleiben? Du hast doch schon was zu essen gekriegt. Und dann haben wir eben gedacht, komm, wir fahren jetzt einfach nochmal los. Und haben so die Fenster runtergemacht und so, ein bisschen frische Luft. Und haben uns jetzt hier im Innenhafen in Duisburg hingestellt. Hier sind nämlich richtig viele Pokéstops und hier sind so Lokmodule. Ich hoffe, dass irgendeiner aber versteht, was ich sage. Und ich will nicht. Das ist sowas von 2016, was wir hier machen. So, das ist sowas von 2016. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier an so einem Pokéstop. Das ist ein Lokmodul. Ein Lokmodul ist das, damit halt mehrere Pokémons angelockt werden. Lokmodul, der Name auch schon. Und so 2 Autos weiter. Weil wir haben uns halt gewundert, wer dieses Lokmodul gesetzt hat. Das kann man setzen. Und wir waren das halt nicht. Und da vorne steht so eine A-Klasse und die haben halt Licht an und so. Deswegen denken wir, dass die das sind. Neue Abendbeschäftigung. Pokémon Go zocken. Und Pokémons einfangen. Auf jeden Fall, ja, ich musste mir einen neuen Account machen. Aber ich bin schon wieder bei Level 12. Ich habe auch meinen Glumanda wieder gefangen. Jakob konnte natürlich, obwohl der eigentlich gar keinen Bock darauf richtig hatte, aber jetzt wieder richtig Spaß daran hatte. Weil erst war er so, ja, ich weiß nicht. Und jetzt hat er wieder voll Spaß. Ist natürlich in seinen alten Account, den der sich da gemacht hat, reingekommen. Und hat dann schön seine ganzen Pokémons natürlich, seine 500 Pikachus und sein Shiggy, sein Bisasam und so. Oh, das ist echt doof. Ich bin einfach nur cool. Und ich bin auf jeden Fall ein Glumanda und das läuft auch die ganze Zeit rum. Oh, das Lokmodul ist aus. Bestimmt wegen diesem komischen Reitkampf. Alles klar, wir hören uns an, als wenn wir... Aber alle ja. Sind aus. Verstehe aber auch nicht, warum hier so viele Pokéstops sind. Vor allen Dingen so hier vor...
Ein Lokmodul? Wir haben drei Stück. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das... Hier? Du kannst das drehen, ne? Die freuen sich jetzt auch da in der A-Klasse, dass hier ein neues Lokmodul ist. Hast du? Mhm. Wieso ist das bei mir noch nicht? Hallo, hallo. Hier wird das nicht angezeigt. Okay, jetzt, es fängt an. Jakob hat jetzt hier so ein Lokmodul gesetzt. Das sieht man daran an diesen komischen Blüten oder Herzchen, die da runterfallen. Das bin übrigens ich, also... Hehehe. Falls jemand auch Pokémon Go zockt, das hier ist mein Freundescode. Ihr könnt mich gerne adden. Alles klar. Hast du auch dein? Du musst auch Freund hinzufügen. Mhm. Und da. Ach da. Dann könnt ihr auch Jakob adden. Warte ein bisschen näher. Ja. Ja, ist gut. Mann, mein Zickzack ist geflüchtet. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-Pokémon ist. Mhm. Bei mir ist es Glumander und Pikachu natürlich. Und bei dir? Ja gut, du hast Bisasam als Kumpel. Also der und... Hast du noch einen? Ja, Pikachu. Ja. Pikachu ist Standard. 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 Wir haben auch was zu trinken mitgenommen. Ja, kann man mal machen, ne? Mhm. So, wir sind dann auch schon wieder zurück von unserer kleinen, feinen Pokémon-Jagd. Wir waren ungefähr, ja, gute zweieinhalb Stunden unterwegs und haben Pokémons gejagt, wie 2016, also so richtig Throwback-Time. Also haben wir 2016 mal wieder so richtig aufleben lassen und mal so richtig einen Abend Pokémon Go gezockt. Und dann haben wir uns noch eine Kleinigkeit, ein Pokémon-Jäger-Snack bei McDonald's geholt. Und wir haben jetzt auch schon 1 Uhr und wir beide sind echt müde. Natürlich hoffen wir wie immer, dass es euch gefallen hat. Und habt viel Spaß, wann auch immer ihr diesen Vlog seht. Verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin und ciao. Peace out, liebe Leute.